Mein Verständnis von Customer Centricity ist, dass alle Prozesse, Strukturen, Mitarbeiter sich am Kunden ausrichten. Es ist sozusagen Kundenorientierung durch das gesamte Unternehmen und seine Mitarbeiter gelebt. Es ist eben nicht alter Wein in neuen Schläuchen und das kann man auch an verschiedenen Kriterien festmachen. Ich möchte mal mit einer kurzen Anekdote beginnen vom Swiss Economic Forum in der Schweiz 2013 in Interlaken. Da gab es eine schöne Podiumsdiskussion, wo es um die Dynamik der Unternehmensumwelt ging. Immer schlechter vorhersehbare Prognosen. Die Wirtschaftskrise kam sozusagen aus dem Off und hat uns alle überrascht. Die Planbarkeit. Und die Frage war, wie reagieren Unternehmen auf diese Dynamik, auf diese Unvorhersehbarkeit. Und das Podium war gut besetzt mit einem Vertreter einer großen Schweizer Bank, mit dem Geschäftsführer von Google Schweiz, mit einem Inhaber eines mittelständischen Industrieunternehmens und mit einem Professor von der Technischen Hochschule, Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich. Und die Antwort von allen war, Kundenorientierung ist die Lösung. Je dynamischer das Umfeld, je unvorhersehbarer die Ereignisse, desto mehr muss ich mich mit meinen Kunden verbünden, um letztendlich all diesen Dingen Rechenschaft zu leisten und erfolgreich zu bleiben, trotz der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse. Und wir haben dann Untersuchungen angestellt und Kollegen von mir in der Schweiz haben das befragt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und über 80% der Unternehmen arbeiten derzeit am Thema Customer Centricity. Also wäre es, glaube ich, verkehrt, einfach nur zu sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Das Thema hat tatsächlich eine gewisse Dynamik erfahren und ist tatsächlich etwas neuer geworden. Die konkreten Ansätze, ich möchte mal drei Beispiele nennen. Zum einen ist es das Thema Big Data oder Customer Intimacy. Wir stellen fest, dass durch neue technische Möglichkeiten viel bessere Potenziale da sind, Kundendaten auszuwerten, Kunden besser zu verstehen. Und alle großen Unternehmen, die ich kenne, arbeiten derzeit daran, wirklich eine Kundennähe herzustellen durch konkrete Kenntnisse, wie der Kunde sich verhält, was er braucht, auch Prognosen darüber, wie sich sein Verhalten in der Zukunft aufstellen wird. Ein zweites Thema ist das der kundenorientierten Unternehmenskultur. Und ich war immer schon großer Fan von Unternehmenskultur, weil ich glaube, dass es eines der am meisten unterschätzten Managementkonzepte ist. Heute sagen alle Führungskräfte, natürlich ist Unternehmenskultur wichtig, aber sie arbeiten nicht konkret oder nur selten konkret daran, die auch zu verbessern. Ich glaube, das ist ein Fehler. Und wenn wir Kundenorientierung hier in den Kontext stellen, stelle ich immer so fest, dass in den meisten Unternehmen das Thema Kundenorientierung im Mission Statement, in irgendwelchen Werten auf dem Papier oder auf der Website hängen geblieben ist, aber nicht wirklich in das Verhalten der Mitarbeiter umgemünzt wurde. Und hier sehe ich ein großes Optimierungspotenzial. Wenn ich eine kundenorientierte Kultur schaffen möchte, muss ich mich sehr stark an Wettbewerb und den wirklichen Kundenbedürfnissen und Verhalten orientieren. Und ich muss den Mitarbeitern auf der anderen Seite viel Freiheitsgrade geben. Wir sprechen hier von organischer Orientierung, von Flexibilität, von Möglichkeiten, sich zu entfalten und kreativ am Kunden zu arbeiten, damit das Ganze wirklich mit Leben gefüllt wird. Und ein dritter Aspekt, den ich nennen möchte, ist das Thema der Co-Creation of Value. Das heißt, es hat sich eigentlich in verschiedenen wissenschaftlichen Studien erwiesen, dadurch, dass insbesondere Dienstleistungen in ganz vielen Bereichen immer wichtiger werden, dass Werte eigentlich nur geschaffen werden können, wenn der Kunde wirklich involviert ist. Das heißt, wir produzieren nicht und der Kunde kauft, sondern wir interagieren die ganze Zeit mit Kunden und machen das auf eine Art und Weise, sodass nur aus der Zusammenarbeit echte Werte kreiert werden können. Und ich möchte ein schönes Beispiel nennen, wie man das umsetzen kann. Wenn ich mir die gesamte Kundenkontaktkette anschaue, die ein Kunde mit mir hat, dann kann ich mir eigentlich bei all diesen Punkten überlegen, wie kann ich wirklich an jedem Punkt Werte schaffen. Und es gibt ein schönes Beispiel, wenn ich mir beispielsweise einen Kulturbetrieb anschaue und überlege, wie mache ich Marketing für einen Kulturbetrieb, eine Konzerthalle oder auch wenn ich ein großes Orchester beispielsweise manage, dann muss ich im Prinzip sicherstellen, dass jeder Kontakt, den der Kunde zu mir hat, von der ersten Wahrnehmung von Plakaten, über eine Website, über eine Hotline,
über den Veranstaltungsraum, den ich betrete, über das Konzert selber, und da sind wir eigentlich nur beim eigentlichen Produkt, über das, was hinterherkommt, über die Nachbetreuung, über das, was ich an Kundenbindungsmaßnahmen mache, all das sind die Potenziale der Interaktion. Und wenn ich wirklich kundenorientiert bin, muss ich das in all diesen Dingen konkret kundenorientiert machen, sodass der Kunde Werte daraus schätzt. Das ist Co-Creation von Value. Und das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Und ich glaube, diese drei Aspekte, die sind schon neu in dem Thema. Ich glaube nicht, dass Customer Centricity nur positiv besetzt sein kann. Zunächst mal, es ist ein Managementkonzept, das mit vielen anderen Orientierungen des Unternehmens und damit um Ressourcen in Wettbewerb steht. Also beispielsweise müssen wir auch gut sein in Logistik. Wir müssen immer noch gut sein in Innovationen und in den Produkten. Wir müssen gut sein in der internationalen Organisation. Wir müssen gut sein, unsere Ressourcen, unsere wertvollen Ressourcen gut einzusetzen. Und eines ist natürlich klar, Customer Centricity kostet unheimlich viel Engagement und Energie. Und das ist natürlich begrenzt in Unternehmen. Deshalb gibt es auch einige Untersuchungen, die mittlerweile zeigen, dass es auch irgendwo ein Optimum von Customer Centricity gibt, also von Kundenorientierung, wo ich auch sagen muss, ich darf nicht übertreiben. Es darf nicht zu viel werden, weil es nicht wirtschaftlich dann für mein Unternehmen ist. Und all diese Facetten muss ich sorgsam miteinander abwägen. Ich sage heute, Customer Centricity ist wahrscheinlich eines der wichtigsten strategischen Themen für ein Unternehmen. Aber es ist nicht das einzige. Und ich muss in einem Unternehmen mit wenigen Ressourcen, mit wenigen wertvollen Ressourcen immer sorgsam umgehen. Und ich empfehle, Customer Centricity ernst zu nehmen, das professionell zu evaluieren und professionell umzusetzen. Und ich empfehle aber auch, die anderen Themen dabei nicht zu vernachlässigen und das im richtigen Balanceverhältnis zueinander zu realisieren. Und das sind letztendlich Managemententscheide, wo sich ein Unternehmen immer auch fragen muss, wie finde ich ein Optimum? Und da gibt es auch selbst von der Wissenschaft keine richtigen Schwarz-Weiß-Lösungen, sondern es ist ein Managemententscheid, wie viel Kundenorientierung ist für mich wichtig, um mich vom Wettbewerb zu differenzieren, um die Hochachtung meiner Kunden zu haben. Und wo höre ich dann irgendwann auch auf und sage, ich muss mich auch noch auf andere Dinge konzentrieren?